Ja, mal ein bisschen grobes Seil. Auch noch mal ein bisschen mehr grobes Seil. So, das war's beim Fusselseil. Wir machen noch ein bisschen Seidenseil in der Zeit. Dann gehe ich mal ganz kurz raus. Ja, ich werfe das jetzt alles weg. Ich habe da gar keinen. Das liegt hier alles so dämlich rum. Es wäre übrigens schön, wenn man das so gesamt in irgendeinen Sack schmeißt und weg wär's. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Das wäre ein Traum. Ich gehe mal davon aus, dass ich da gleich unten mit dem Loch hier auch nochmal probieren werde vielleicht. Wobei mir das eigentlich gerade, weil ich das finde das gar nicht so schlecht mit der. So, ist ja alles weg? Alles? Nee, da ist noch mehr. Was hat es denn jetzt vor? Was ist denn jetzt hier dein Ziel? Was ist denn da? Warum haben wir denn da? Mach das mal kurz weg. Dann brauchst du Pilzwände. Ah, da oben liegt eine Grasplatte. Alles klar. Ja, unvermutlich. Steht da wieder irgendwas im Weg oder es ist die Grasplatte, die ich mal zu Nachbars schmeiß. Nee, es wird der Dings sein, der. Wir gehen mal ganz kurz rein. Umstellen. Hängen das Vieh dahin. Nach vorne ziehen. Vorne ziehen. Nach vorne ziehen. Nach vorne ziehen. In der Hoffnung, das hat schon mal was geholfen. Dann machen wir da ein Fenster hin. Dann da das. Nach vorne ziehen. Nach vorne ziehen. So. Nächste Wand ist safe. Prima. Oh, hier ist ja auch noch, das können wir auch schon mal wegreißen. Naja, mal Müll. Ciao und ciao und ciao. Ich muss essen und trinken. Und dann kannst du da eine Fensterwand hinstellen. Genau, so. Essen, trinken, wie sieht es mit Trinken draußen aus? Ganz gut. Dann können wir zeitgleich das hier nochmal in Müll tun. So, hier da können wir den Reparaturkleber. Dann gehen wir hier raus. Ich habe da Marienkäfer gesehen. Warum liegt denn Eichel kaputt? Ach, ich habe irgendwie den Garten kaputt gemacht. Wie ist denn das passiert? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ah, die hatte ich herausmontiert, ne? Ja.
Ich hatte es befürchtet, dass es daran liegt. Ich hatte es befürchtet, aber ist ja jetzt repariert. So, dann machst du hier mal zu. Dann gehen wir hier rum. Okay, das war falsch. Das war auch nicht das, was ich machen wollte. Und da muss ich vielleicht hochgehen. Was ist denn das für ein Quatsch? Warte mal. Ich glaube, das Graslager ist leer, ne? Gut, warte mal, dann gehe ich gerade mal ein paar Grasbrocken ins Graslager bringen. Ich glaube, das Unkrautlager ist voll, aber wobei das Graslager füllen auch Quatsch ist eigentlich. Aber, naja, ich leg's mal da rein. So. Hier haben wir ein bisschen Pflanzenfaser. Ich brauche eine Treppe. Eine Treppe. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Das ist eine Pilztreppe. The nose. Ja, so kannst du das machen. Den Ständer werde ich da so lassen, denke ich, weil, naja, der aus Pilzen ist ein bisschen groß und der ist nicht so... Ja, filigraner wäre halt schöner, ne? Dann gehen wir jetzt das eben von hier drinnen abreißen. Ah, mach's weg. Ja, dann werden wir bestimmt die untere Wand auch nochmal abreißen müssen, weil die guckt hier oben so raus. Kann mir nicht vorstellen, dass er das gut findet. Wie macht das direkt? Ja, mach doch mal. So, jetzt ist alles runtergefallen. Schmeiße ich wieder alles in den Müll. Oh, das ist ja super lässig, ey. Heben meine Pilzsteine wieder auf. Schmeiß den Rest wieder in den Müll. Mehr Pilzsteine. So, wir gehen zurück bis zur Wand und hoffen, dass das einfach alles problemlos zugeht. Das tut es, glücklicherweise. Viel, viel besser. Wobei das hier ein bisschen schade ist, dass da kein Fenster ist. Aber vielleicht ersetze ich das Mittelteil. Warte mal. Ah, da ist aber... Wobei, das dürfte ja wurscht sein. Ah, das ist von der unteren, ne? Da muss ich das auch nochmal wegmachen. Und dann setzen wir da oben eine mit Fenster ein. Und hier unten eine normale. Und dann machen wir das so. Ja, da siehst du zwar die Treppe, aber das ist nicht so schlimm. Das sammeln wir mal ein, das sammeln wir mal ein. Ja, ja, ja. Dann könnte man... das mal machen. Und gucken, was wir da für Wendeltreppen haben. Ob es da bessere gibt. Ah ne, da gibt es... Die Wendeltreppe ist tatsächlich nur die. Okay. Das hätte ich natürlich vorher gucken können. Aber gut, das ist auch nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Na, geht. Oh, hier oben liegt noch ein bisschen Unkraut rum. Und irgendwie auch ein Sprössling. Gut, dann ist das nächste, das mit hier rausmachen. Mal gucken, ob ich da jetzt problemlos eine Wand einsetzen kann. Ah ja,
Ah ja, das scheint zu gehen. Okay, dann muss ich die doch nicht abreißen. Hier kommt ein Fenster hin. Alles, was ich machen muss, ich muss den Müll entfernen. Wand mit Fenster. Ja, mach doch mal hier den Bums weg. Yay, yay, yay. Ist das alles korrekt so? Ja, ist korrekt. Wand mit Fenster. Das wären noch ganz schön viele Wände. Aber was willst du tun? Ja, ja, ich mache erstmal die Treppe beiseite. Einfach, weil es einfacher ist. Das legen wir mal hier hin, ja. Das kannst du mal so machen. Und dann wirft das mal einfach da raus gerade. Ich habe da keinen Bock drauf, das ständig hier zu löschen schon. Was war denn das jetzt? Ah, jetzt das Dach abgerissen. Tschüss. 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 Okay. Oh, geht. Okay. Hier könnte es jetzt schwierig werden wegen dem. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Stell den mal einfach da hinten hin. Ah, da ist auch eine. Da liegt doch noch eine Grasplatte. Vielleicht schmeißen wir die einfach auch raus, dann könnte es ja alles schon besser werden. Oh. Und so. Die Verfügbarkeit von Pilzziegeln lässt übrigens sachte nach. So, Treppe ist auch wieder am Start. Dann können wir mal ganz kurz hier hochgehen. War doch das richtig, glaube ich. Ist, glaube ich, richtig so. Weiß ich aber nicht. Das kannst du alles einlagern. Wie viele Pilzziegeln haben wir denn noch? Oh, das ist wirklich nicht mehr viel. Dafür, dass ich mal dachte, dass das reichlich ist, ist das gar nicht mehr so reichlich. Okay. Wo ich vermeintlich viel von habe, ist Brei. Man könnte ja mal überlegen. Was kostet das? Ah, da brauche ich 4 Kohlen. Für Kohlen habe ich leider gar keine. Okay. Gar keine Kohlen ist ein Problem. Kann ich jetzt gerade keinen zweiten Schmelzofen bauen? Das wird natürlich das Arbeitstempo maximal minimieren. Aber der Gedanke ist, dass ich mir das dann vielleicht holen gehe, weil ich ja sowieso noch Fusseln brauche. Da muss ich ja an der Ecke sowieso vorbei. Dann kann ich mir noch ein paar Kohlen mitbringen. So eventuell. Und wenn, ne? Was habe ich denn hier noch? Das können wir essen. Und das essen wir auch. Oh, er hat keine... Ah, Marienkäfer ist bestimmt die Kiste voll, oder... Ja, hier ist doch. Leg das doch mal da rein.
Und dann werden wir das auch alles durch große Kisten ersetzen. Da muss ich mal gerade gucken, was große Kisten kosten. Ah, Fusselseil, Piniensaft, Pinienzapfenteile. Gut, da muss ich auch noch Pinienzapfenteile holen. Aber nach oben muss ich ja, wie gesagt, eh nochmal. Dann kann man das ja in einem Aufwasch machen. So irgendwie. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht habe, was ich brauchen könnte? Hier im Haus. Oh, da ist ein Kamin-Schornstein. Okay, ein Schornstein wäre irgendwie auch nett. Das Ganze gibt es auch mit Vordach. Und mit Krähenfederndach. Wo wir übrigens bei Dach sind. Was gibt es denn hier so für Dachteile? Wo sind wir denn da? Naja, da sind wir schon direkt bei dem, was ich suche. Wir haben... Es gibt ein Dach aus Krähenfedern. Da habe ich auch nur 23. Hör doch auf. Ach, da gibt es dann auch so spitze Feserkuppeln. Das ist ja interessant. Ja gut, da hätte man natürlich dann auch was Rundes bauen müssen. Aber da habe ich vielleicht auch noch eine Idee für. Da bin ich auch ehrlich. Und das ist ein ganzes Spitzfederdach. Okay, ich habe 23 Federn. Das ist jetzt auch nicht so mega viel. Allerdings muss ich auch da sagen, habe ich nicht so einen richtigen Durchblick, wo es die reichhaltig gibt. Da oben ist das eine... Ah, das ist die Treppe, ne? Was macht denn hier so... Achso, das ist die Ameise, die ist zerlichten, die hier gerade. Die im Boden steckt ein Rüsselkäfer. Der arme Rüsselkäfer. Ich schmeiß mal Sachen in den Müll. Das ist meine neue Lieblingsbeschäftigung. Sachen in den Müll schmeißen. Alles, was hier so rumliegt, entsorgen. Nee, ist okay. Kann man so machen. Das geht schon. Man stelle sich das Ganze jetzt noch mit Klettenboden vor und dann hat das Ganze nochmal einen ganz neuen Drive. Okay, der ist noch nicht fertig. Was sagt denn er? Zur Ziegelgeschichte. Ja, ich brauche wirklich ein paar Ziegeln. Das ist einfach so. Nee, das gefällt mir ganz gut so, muss ich sagen. Ich gehe nochmal... Ich gehe nochmal... Hier. Ah ja, okay, ich zerstöre vielleicht immer so ein bisschen mein Haus, wenn ich das hier rauswerfe. Kann das sein? Ist im Bereich des Möglichen, ne? Wand bitte. Da. Okay. Hier auf der Seite müssen wir dann auch mal gucken. Das ist auch, weiß ich nicht, ob das symmetrisch ist und ob das überhaupt so geht, wie ich das jetzt gerade anfange. Ich mache mal stabile Wand mit Fenster raus. Ja, leg das mal ganz kurz hier ab. Wie gesagt, ich habe gerade gelernt, ich mache meinen Boden kaputt, wenn ich das dagegen feuere. Warum kaspern hier so viele Ameisen rum? Fressen die eventuell mein Haus an. Ich bin mir da etwas unsicher gerade. Essen die mein Haus? Schreibt es in die Kommentare. Kann ich mir so vorstellen, kann ich mir das nicht. Aber naja, ich halte es auch nicht für abwegig. Sagen wir es mal so. Ist das jetzt runtergefallen? Oder hing das so tief? Naja, ich wollte auf jeden Fall testen. Ich habe das irgendwie befürchtet, dass das nicht so einfach geht, wenn ich den Quatsch da hängen habe.